Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur Deutschnachhilfe im Netz. Heute möchte ich euch die Komposition ein bisschen näher erklären. Und es hört sich alles so groß an, ist aber gar nicht so wild. Es geht bei der Komposition um die Komponierung, ums Komponieren von Substantiven. In dem Fall nämlich wie Wand, Schrank, Haus, Tür. Da wissen wir, dass Wand eigentlich die Wand und Schrank ist der Schrank, also haben wir einmal ein feminines und ein maskulines, ein weibliches und ein männliches Substantiv. Es heißt aber nun der Wandschrank und nicht die Wandschrank, weil wir nämlich in dem Fall, und deswegen ist das Kompositum Wandschrank auch männlich, weil sich es nämlich bei dieser Komposition, bei dieser Wortschöpfung um den Schrank geht und nicht um die Wand. Und das ist nämlich auch die Regel, bei komponierten Substantiven bestimmt immer das letzte Wort des Kompositum den Genus des Substantives. In dem Fall nämlich der. Genau das gleiche haben wir bei Haus, Tür, das haben wir auch. Einmal ist es das Haus und die Tür. Haustür heißt aber die Haustür. Also habe ich hier ein feminines komponiertes Substantiv und es ist feminin, weil nämlich die Tür das bestimmt, weil es die Tür des Hauses ist. Es geht bei diesem Kompositum um die Tür und nicht um das Haus. Und deswegen ist dieses Kompositum weiblich. Genau das wie beim Schrank, was ich gerade erzählt habe. Noch ein Beispiel zum Schluss. Hundeleine. Zum Gassi gehen. Weiß ich, Hund ist der Hund und Leine ist die. Aber, wie ich euch gerade erklärt habe, ist immer wichtig, ist immer das letzte Wort des Kompositum wichtig, nämlich das, was es eigentlich bestimmt. Es ist die Leine für den Hund. Also heißt es auch die Hundeleine und nicht der Hundeleine. Ich hoffe, es ist euch ein bisschen klarer geworden. Es ist ein großes Wort für eine nicht so ganz schwierige Sache. Und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Komponieren. Bis